Lol, er sagt Schmeiben. Ah. Du. Ivan the Terrible. Genau. Madden. Ich bin kurz vor Hero Level 2. I wanna be a hero. Und was auch deine Humanity nach den ganzen Zombies jetzt? Minus 970. Also bin ich jetzt bei ungefähr Hero Level 1,5 mit 3500. So in Okay. etwa. Man muss ja runterrechnen von den 2500. Eventuell solltest du echt nicht so viele Zombies erschießen. Wieso nicht? Ich Oder krieg doch gib. Minus Humanity durch Ach die. so, okay. Ja, Bandits kriegen Minus Humanity und Heroes kriegen Okay. Plus Humanity. Und Würde ja auch so. sonst keinen Sinn machen. Und Survivor. Kriegen Plus. Survivor halt. Survivor halt. Bräuchte ich. Wollen wir dann noch mal laufen? Gesundheit. Danke. Ja, das wollen wir. Muss mal eben kurz was an meinen Grafikeinstellungen machen. Oh, da hört bei der ein Zombie rum. Oha. Lul. Lol. Er hat Roffel gesagt. Roffelkopter. Hahaha. Ah. Man of Steel. Yes. Oh. The next officer. Germany's Tavianas next. next officer. Nee, Oh Mann. Tavianas. Ja, wir hatten die gleiche Idee. Das reicht mir schon. Boah, aim. Aim, wo du sein. Ja. Genau da. Ja, einfach gespawnt. Lol, der hatte Kugelfang gespielt für den, der da hinten krabbelt. Lul. Voll der Kriegsheld. Voll der Kugelwilli. Mensch. Ich warte ja immer noch auf Mario Kart, wo Kugelwilli ein spielbarer Charakter ist. Das wäre so witzig. Kann ja nicht, weil Kugelwilli ist ja ein Item. Stimmt. Damn. Dann der Kettenhund. Ja. Aber der ist nicht aus dem Super Mario-Universum. Doch, ist er wohl. Na klar. What the fuck? Was laber ich da? Weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht. Wie sick denn, was du da am Labern bist? Der ist gerade durch mich durchgejietet und hat mich nicht getroffen. Achtung. Nein, ich krieg durch die Plus Humanity. Warum krieg ich denn jetzt auch immer Plus Humanity für die? Wo sind wir denn hier? Ich glaube, irgendwas stimmt da nicht. Mal wieder. Das muss ich mal eben kurz nachgucken. Kannst dir ein Ticket schreiben? Ja. Damit der eine wieder dann schreiben kann. Pass mal auf, du Muggel. Bist du gerade rausgetappt? Ja, warum? Gut. Dann kann ich gleich. Da stelle ich mich mal nicht direkt vor. Oh, die Badewanne sollte ich auch nicht abschießen. Ist aber egal, ob ich dann rein klicke oder nicht, weil ich Escape gegangen bin. Ist aber nicht schlimm. So, Marco, ich. Ja. Moment.
Ah, okay. Ja, für mich war es das jetzt gleich tatsächlich sogar schon. Oh, okay. Weil ich. Da ist wieder ein Wärter drin. Ein Wärter, Wärter. Hier Wärter sind ist Schuhe. echte. Cool. Jagdstiefel Waldtarn. Oh. Und ein Panzerfahrerhelm. In der ersten Barke. Julio, wie sieht's denn Nee, ist morgen ja. bei dir aus? Muss ich gucken, je nachdem. Ich habe jetzt pro Tag zwei Schulungen. Ah, okay. Das heißt, ich könnte dir das wirklich kurzfristig sagen, beziehungsweise erst gegen Feierabend, weil Okay. dann weiß ich, wie ausgelaugt ich bin. Ja, klar. Sollen wir uns dann jetzt auf den Heimweg machen, damit die Sachen im Ja. Lager stehen? Auf jeden Fall. Okay, gut. Wollen wir nicht noch kurz die drei Baracken? Bin dabei. Okay. Wir machen jetzt direkt einen Abgang. Nee, nee, wenn dann loote ich hier schon alles weg und dann haben wir hier so. Das Oh, bringt ein alles Lappen. nichts. Oh, jawohl. Eine Granate. Soll ich die mal gegen den Ural werfen? Mach man nicht. Okay. Dann nehme ich noch die. Ah, das ist ein MG. Okay, jetzt weiß ich, warum du es nicht aufgehoben hast. Sah erst aus wie eine MK-Mod. Für mich sah es aus wie eine RPK. Den hatte ich liegen lassen. Liegen lassen. Aber in gut 32 Minuten ist ja auch schon wieder Recovery. Wir haben Stimmt. ja heute auch relativ spät angefangen. Ja, stimmt. Wo ist denn einmal das? Einmal essen, trinken, extra kauen, ne? Genau. Mache dann schon mal vor. Ja. In meiner Badewanne fehlt ein vorderer linker Reifen. Oh. Ich habe aber Reifen dabei. Gut. Räder meine ich. Ach, auch sehr strange, aber gut. Was so ist, das ist so. Shit. Na, egal. Reicht das jetzt, als ich den Tank getroffen hatte? Keine Ahnung. Aber ich bin wirklich kurz vor Level 2. Sehr gut. Immerhin etwas. Da wir Achso, ja nicht ja. wissen, wann Robin wiederkommt, würde Robin. ich, Robin, würde ich gleich einfach Robin. das Haus wieder zu dir überschreiben. Ja, und Ne, weil Robin, dann kannst du seins das beim bauen wir dann nächsten Mal. selbst. Genau, richtig. Beziehungsweise, Mit ihm zusammen. wenn du dich entscheidest, das E-Nest zu bauen. Wenn du ein Heli hast, dann sind die Ressourcen ja gar nicht mal so weit entfernt. Du musst halt nur Ja, extrem klar. lange looten. Wie gesagt, ich würde die E-Dinger sogar mitmachen. Aber wir haben halt in der Nähe nichts. Ja. Was ich halt interessant fände, ob man einstellen könnte, dass man, also ob man das in den Servereinstellungen einstellen kann, dass man zum Beispiel sagt, jeder kann zwei davon bauen, also Leider einmal. nein. Das ist leider nicht möglich. Das haben wir leider nicht mit reingemacht.
Ja, keine Ahnung, oder ich mach das irgendwann Was sehr mal schade ist. separat. Ich meine, man kann es ja auch immer noch abreißen. Ja, klar. Aber das Abreißen bringt ja nichts, weil an dem Spot, wo unser Lager steht, haben wir einfach nicht die Trassen dafür. Ja, richtig, wir haben keine Hochspannungsleitung. So. Und den Spot wechseln ist ja jetzt auch doof. Nur deswegen. Weil wir mögen Also, das ja. ich wäre definitiv dafür. Was? Na, wenn du sagst, hey, lass eh bauen, dann den Spot zu wechseln. Okay. Weil ich will das halt auch schon mal. Mein großer Bruder hat das damals komplett aufgebaut. Bis zum dritten Level. Also insgesamt. Ja. Und es sieht halt geil aus. Okay. Es sieht halt absolut cool aus. Ja, dann können wir ja mal überlegen, wo wir das dann hinpflanzen würden. Weiß gar nicht, wo hier überall Hochspannungsmasten stehen. Ich informiere mich auch mal, ob das wirklich diese Hochspannungsmasten sind oder ob das nur Ja. diese komischen Masten hier an der Seite sind. Weil das wäre ja auch Ja. maximal komfortabel halt, ne? Ja, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass es übereinander gebaut werden muss. Na, eigentlich nicht, ne? Weil Außerdem die. kann man die Dinger, glaube ich, umfahren. Ja, man kann die Dinger umfahren. Stimmt. Argumentierung macht also auch nicht so viel Sinn. Ja, vor allem das Haus braucht ja irgendeine Verankerung. Das kann ja jetzt nicht einfach nur auf dem anderen Haus getragen werden. Richtig. Also. Ich sag mal so, es ist zwar ein Game, aber Statik ist hier, glaube ich, doch nicht gerade so unrelevant. Oh ja, gegen dein Fundament sollte ich auch nicht fahren. Nee, nee, mach Oh, das mal gut. nicht gerade. Wenn du gerade dabei bist, mach das mal nicht. So. Schöni. Ja, dann machen wir demnächst mal weiter. Mit Daisy zumindest. Morgen gibt's dann. Lass ich mir noch einfallen. Möglich. Möglich. Alles klar, dann bedanke ich mich vielmals. Oh, warte, mein Handy liegt da hinten. So, der Button zum Aufhören drauf. So, dann bedanke ich mich vielmals. Zum nächsten Mal. Hau Tschüss, rein. tschüss. Und Wysikowski. Ciao, ciao. Willkommen zurück zum zweiten Mal. Ich habe gerade kurz die Übertragung gefixt, weil ich gesehen habe, dass das ganz komisch reingezoomt war. Und er wollte mich das nicht bearbeiten lassen, während ich streame, deswegen musste ich den starten. Ja, auf die Gefahr hin, dass unser vorheriges Gespräch, Lamentieren. unsere vorige Beschwerde ein bisschen zu kurz kam, hole ich noch mal kurz aus. Eventuell ist jemand hingegangen und hat unsere Fahrzeuge, beziehungsweise hat bei dem. Ah, anders. Als in unserem zweiten Stream, den Marco und ich gemacht haben, ist der Server einmal abgestürzt, wo wir erstmal sehr stark verwundert drüber waren. Und ja, Marco hat eine Mail bekommen, von wegen Arbeit erledigt, dann. Der Typ, der das geschrieben hat, der hat gleichzeitig in den Servereinstellungen eingestellt, dass die Fahrzeuge despawnen nach 5 Tagen war das? 5 Tagen Inaktivität? Und dass die Häuser nach 15 Tagen Inaktivität despawnen. Also er hat unsere kompletten voreingestellten Sachen hat er über den Haufen geworfen. Und ja, wir haben
aufgrund einer Pause. Oh, da ist jemand wild auf dich. Da hat jemand richtig Bock. Du bekommst Besuch, ne? Ja, ich sehe das, ich sehe das. Okay. Ja, er hat auf jeden Fall alles so eingestellt, dass wir im Zweifel alles verlieren, was wir zum Teil gemacht und getan haben, weil wir eine kurze Pause von DayZ eingelegt haben, da Marco und ich ja arbeiten müssen und ich auch noch relativ viel DayZ auf der Platte habe. Deswegen hatten wir hier eine kurze Pause gemacht. Ich wollte erstmal den ganzen Krams zu Ende schneiden und heute habe ich ihn dann, hatte ich Marco dann gefragt, wann er denn mal wieder Zeit und Lust hätte. Dabei ist dann heute rausgekommen, deswegen sind wir hier. Und beim Join haben wir bemerkt, dass ja, unsere Fahrzeuge weg waren. Und dann hat Marco die Vermutung ausgesprochen, dass der freundliche Typ uns unsere Fahrzeuge genommen hat. Und Marco ja, sorgt jetzt einmal kurz dafür, dass wir zumindest unsere Fahrzeuge wieder haben, weil den Inhalt, den bekommen wir nicht mehr. Ja, der ist weg. Der ist leider Gottes weg. Also im Großen und Ganzen hatte ich eingestellt, dass Häuser, Fahrzeuge und irgendwelche anderen Sachen halt. Hast du auch bei, das, den, bei den Leichen geguckt, ob der da auch rumgefummelt hat? Nee, nee, der Orange Guard ist noch eingestellt. Okay. Alles gut. Also den hatte ich ja danach schon wieder eingestellt. Das Problem ist nur, ich hatte das alles eingestellt, dann hatte ich ein Ticket an den Support geschrieben und habe gesagt, hey, wir spielen jetzt wieder aktiv auf dem Server, lass mich mal einmal vorzahlen, damit der auch sichergestellt ist, dass er die ganze Zeit läuft. Und anstatt einfach nur die Zahlung freizugeben oder mir einen Zahlschein auszustellen per E-Mail, hatte den kompletten Server und seine Datenbank und die Einstellungen resettet. Ich gönn mir mal dann kurz die SVD, ne? Ja, ja. Danach hatte ich alles eingestellt, ja. Aber das mit den Häusern hatte ich natürlich nicht im Blick. Ja, und er rechnet auch und damit. Deswegen sind die Fahrzeuge jetzt weg. Den Inhalt, den kann ich leider nicht wiederholen. Man kann als Admin leider keine Items spawnen. Oh, da war noch ein SVD-Magazin drin. Ja, ja, ein Mac war dabei. Ja, ja, aber in der Feuerwehr war, glaube ich, auch noch eins drin. Ah, okay. War RIP, belastend, ne? Ja. Und genau deswegen versuchen wir jetzt auch gerade einmal alles die Fahrzeuge. Ja, weil die Fahrzeuge, ohne Fahrzeuge brauchen wir echt einfach zu lange. Ja, ja, richtig. Ich werde jetzt nochmal eben kurz schauen. Die Fahrzeuge kann ich zwar holen, das Problem ist nur, wir haben keinen Stuff, um die zu reparieren, ne? Ja. Deswegen werde ich mich jetzt mal eben kurz hier in E-Card umgucken, in den großen Hallen. Mach das. Zu schauen, ob ihr vielleicht Räder. Warte, Konvoi ist angegangen. Dann kümmere ich mich kurz um Konvoi. Ja, dann mach doch einmal Konvoi. Achte auf dein Mikrofon. Ja, achte auf dein Mikrofon. Ich achte auf mein Mikrofon. Auf dein Magazin. Weil du hast nur 1 und 10 Schuss. Ja. Ja, ist jetzt natürlich relativ unlucky. Aber kann man nichts machen. Ist passiert. Nee, ist passiert. Müssen wir gucken. Sollten wir nochmal eine Mail bekommen mit dann wissen wir Bescheid. Genau, richtig. Dann Dann stellen wir vorher sicher, dass alles noch so ist, wie es war. Ja. Ach, scheiße, ich muss mich ja jetzt auch zu Fuß nähern, ne? Um die Mission zu triggern. Ja. Und du musst auch wieder zu Fuß zurück. Also nimm bitte Blutdingsbums mit und sowas, dass du dich wenigstens heilen kannst, falls du eventuell getroffen wirst. Weil dann zu Base zu laufen, zurückzulaufen. Das ganze Medic-Zeug war in der Feuerwehr. Ah, I see. Läuft gut. Ja, wie gesagt. Mein Gott. Ich bin gerade kurz umgedreht und dachte mir da so, Moment. Wo soll ich denn was rausnehmen? Ja. Geh mal wieder hin, ist kein Problem. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ärgerlich. Ja. Weil letztendlich hätten wir gucken müssen, ob da was passiert ist, aber wer rechnet damit? Dass der Typ dann alles einmal komplett zurücksetzt. Vor allem die Einstellungen für die gesamten Sachen sind nicht alle an einem Ort, aber